Zum Date mit einer hübschen jungen Frau wurden die Männer per App in den Wallerpark in Bremen gelockt. Eine böse Falle. Da wartete nicht nur die Frau, sondern auch noch ihre Komplizen und die haben dann jeweils die Männer überfallen. Zwei Männer sind im November letzten Jahres auf diese Datingmasche einer Jugendgang angesprungen und wurden ausgeraubt. Ein 36-Jähriger geht den 8 Jugendlichen zuerst auf den Leim. Schon am Folgeabend überfallen sie einen 42-Jährigen. Auch er hatte sich über die Dating-App verabredet. Die Polizei geht davon aus, dass es weitere Opfer gegeben haben könnte. 2 Monate suchte sie in Bremen nach den Tätern. Klassische polizeiliche Ermittlungsarbeit. Wir haben also intensive Zeugenvernehmungen durchgeführt, haben auch Spuren ausgewertet und am Ende haben die Jugendlichen auch ihre digitalen Spuren hinterlassen, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. 4 Mädchen und 4 Jungen zwischen 14 und 16 Jahren sollen hinter den Datingüberfällen stecken. Bei Verhören, bei denen auch die Eltern anwesend waren, sollen alle geständig gewesen sein. Nun müssen sie sich wegen räuberischer Erpressung verantworten.